Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Project Unstable 6. Hi. Ja. Was ist gerade passiert? Ich habe mich nicht bewegt. Mit einmal irgendwie der Alpha-Test hat versagt. Seht ihr das? Der Alpha-Test versagt aus irgendeinem Grund hier hinten. Okay. Hi. Das ist immer noch nicht besser geworden. So. Hi, wir machen heute Folgendes. Wir machen heute Manchu. und wir werden mal unsere Baumfarben bauen. Das ist praktisch so das Ziel für heute. Baumfarben von hier nach da umziehen lassen. Beide Seiten schon mal so definieren, dass praktisch Holz angebaut wird. Auf der einen Seite den Manchu platzieren, Mana generieren. So ein bisschen der Plan für heute. Ja, ich habe schon mal alles vorbereitet für die Manchu. Wir haben genügend Zeug in flüssiger Form und wir haben alle Sachen, die wir so brauchen. Flup, flup, flup. Und dann brauche ich noch. Ups, nein. Den Eimer, nicht den Eimer, den Beutel brauche ich. Da. Brauchen wir das Caster Gauntlet. So. Und dann ist es im Endeffekt, das muss man ganz kurz gucken, es sind 9, ne? Das ist eine doofe Anzahl. Okay, wir machen einfach bei jedem zweiten erstmal und gucken, was passiert. Da. So, und jetzt habe ich noch 2. Das heißt, ich platziere die mal anders. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal hier die Dinger auf die Ecken. Und dann sorgen wir mal dafür, dann haben wir noch, wie viel haben wir noch? 2. Warum kommt das mit einmal hin? Warte mal, 4? 5, 6? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bin ich gerade doof? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sie macht, ich habe das Horn vergessen. Jetzt haben wir 9. Das heißt, egal wie ich das platziere, es wird instabil. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, dann machen wir das einfach mal folgendermaßen. Dann platziere ich mal das Ding hier und das Ding hier und das Ding, ja, muss ich ja nun irgendwo anders platzieren. Okay, good, go. Scheint trotzdem relativ stabil zu sein. So, es ist auch gar nicht so viel, was wir halt brauchen an Zeug. Es dauert einfach nur einen Moment. Gut. So, die Manchu, ich kann ja schon mal erzählen. Also, die Manchu mancht. Die sammelt Blätter. Also praktisch Blätter, die da sind, frisst sie alle auf und freut sich dann, weil daraus generiert sie Mana. Die hat dann einen kleinen Cooldown, das heißt, zuerst frisst sie. Und wenn sie nichts mehr zu fressen hat, hört sie auf und generiert Mana. Wenn sie viel zu fressen gehabt hat, generiert sie natürlich viel Mana. Aber wir haben, es gibt praktisch diesen, sie generiert nicht die ganze Zeit Mana aus jedem Platz, sondern sie frisst erstmal alle Blätter, die sie fressen kann und dann macht sie das nächste. Das heißt, ich muss dann auch unbedingt mal gucken, was der Radius ist von der Manchu. Jetzt muss ich mal ganz kurz, habe ich nicht mal ein Monokel gemacht? Manchu! Hatte ich nicht mal ein Monokel? Lass uns gucken. Nee. Hab ich das hier drin? Nö. Okay. Dann brauche ich das Monokel. Das da. Zack. Ich brauche noch ein Mana-Glas. Oh, kein Glas mehr. Ups, na egal. Ein Glas und dann brauchten wir noch, was war's? Mana-Stil. So. Damit wir nämlich mal wegkommen und hin zu einer automatisierten Mana-Erzeugung, möchte ich gerne mal die Manchu machen. Und dann brauchen wir natürlich noch Thermalili später, dafür brauche ich auch noch ein bisschen Mana für Terra-Stil, deswegen werden wir uns erstmal daran setzen. So. Jetzt. Was wollte ich? Achso, hier war's drin. Zack. Zack, Monokel. So, das dann einmal hier hin.
Ah, das geht dahin. In Charm-Slot, okay. So, wenn ich jetzt eine Blume angucke, sehen wir den Radius, in welchem er praktisch Items aufsammelt. Das heißt, in welchem Radius kann er interagieren, in welchem Radius baut er ab und was weiß ich nicht. Ist relativ praktisch. So, und wir können sogar den Radius festsetzen, indem wir im Bind-Mode einmal... Eigentlich ging das jedenfalls früher. So. Wenn wir was gebunden haben, also praktisch wenn wir was hier ausgewählt haben, dann sehen wir den Radius die ganze Zeit, solange wir das den Man of the Walls in der Hand halten. Aus irgendeinem Grund kann ich aber das Ding nicht binden. Na gut, macht Sinn, dass das Ding nicht gebunden werden kann. Na gut, so. Wir brauchen noch einen Mana Pool und wir brauchen noch theoretisch einen Mana Spreader. Dafür brauche ich noch ein Petal und ein Goldinget und 6 davon. Und ein Petal. Nein, Petal. So. Und dann brauchen wir noch Gold. Und jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Toll. So, zack. Mana Spreader. Damit haben wir das. Und damit kann die Mannstuhl theoretisch arbeiten. So, jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Radius die hat. Erstmal wohin, wo keine Blätter sind. Damit mir das Ding nicht gleich alles fortfuttert. Ich mach's mal hier oben hin. Okay, das ist der Radius. Wir können mal kurz gucken. Das ist ein ordentlicher Radius. Okay, der ist größer, als ich gedacht hatte. Gut, gut zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke drumherum. Okay. Gut, der Regen kotzt mich gerade ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. So. Ah, wir können erstmal die Baumformen platzieren. Also. Du musst weg. So leid es mir tut, aber du musst weg. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal als erstes die Baumformen mit. Falsch, war eine Axt. So, einmal alles einsammeln bitte. Gut, damit ist die schon weg. Und dann können wir den auch mal alle hier wegmachen. So, damit keine Bäumchen hier noch wachsen. Und dann geht's jetzt hier rüber. Also, die Baumform soll hier in die Mitte. Erstmal machen wir jetzt hier mal... brauchte ich? Ja, ich brauchte eh eine Fluid Conduit. Das heißt, ich kann das auch ein bisschen weiter nach unten bauen. Das ganze Ding. Können wir nämlich mal hier unten... so ein kleines Räumchen aushöhlen. Mal kurz gucken, wie weit kann ich gehen. 3. 1, 2, 3. Und der vierte sollte ja dann jetzt theoretisch hier. Zack. Genau, da ist er koppelt worden. 1, 2, zack, zack. 1, 2, zack, zack. 1, 2, 1, 2, 1, so. Wunderbar, damit haben wir hier unten schon mal ein kleines Räumchen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Hier mal auf. Und dann, hopp, da kommt die Baumform. Zack. Supi. Alles klar. Dann können wir jetzt eigentlich den Rest holen, wenn ich jetzt mal hier Licht mache. Ach, der Regen stört mich. Na komm doch mal jetzt hier. So. Regen stört mich so extrem, aber ich glaube, es ist Nacht jetzt, ne? Ich glaube, da kann ich schlafen gehen. Hey, ich hasse Regen. Ich weiß, warum ich früher mal unterirdisch gebaut habe. Da konnte mir der Regen egal sein. So. Ach ja, wunderbar. So. Bau die manchmal mal hier außen hin. Soll die hier irgendwie hinbasteln, weißt du? So. Dass die hier ist. Im Radius soll sie erstmal, keine Ahnung. Doch, sie hat noch ein paar Blätter gefunden. Nimmt sie alle Blätter, die daran verbunden sind? Nee, nur in dem Reich, ne? Ja. Okay. Das heißt, das wird sie immer wegfuttern. Das ist egal. So, dann brauchen wir theoretisch einen Mana
Spreader und einen Mana Pool. Und dann müssen wir es erstmal binden. Ups, zack, zack. Das ist sogar eine ordentliche Menge Mana. Für die paar Blätter? Hoi. Oh, wir werden viel Mana haben. So, ich brauche erstmal noch Zeit. Moment. Bevor ich jetzt wieder runtergehe. Ein Eimerchen. Jetzt komme ich da nicht runter. So. Ein Eimerchen hier. Und dann einmal machen wir das Ding mal hier so drunter, ne? Oh, so längs drunter. So, zack. Damit ich nämlich dann theoretisch noch nach unten auch rausziehen kann und wieder reinpacken. Ich hoffe, das geht. Aber ich glaube, es sollte. Reichen zwei schon, dass es unendlich ist? Okay, warte. Müssen wir. Na, guck, ich glaube, das reicht sogar schon. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt sich verhält. Nur, also ich glaube, wir brauchen trotzdem mindestens drei, aber. Ja, wir brauchen definitiv drei. Okay. Aber wir haben mal geguckt. Interessant. Dann machen wir trotzdem mal die vier. So, brauchen wir ein Wasser. Dibi-dibi-dip. Zum Glück haben wir ein bisschen was hier. Das kann ich dann auch alles mal wegbauen. Jo, ich glaube nur, ich krieg das Wasser nicht hier reingeschätzt, ne? Doch, krieg ich. Wunderbar. Supi. Okay. Dann jetzt nochmal das Ding. Zack. Und dann zack. Nach oben nicht extracten, nach unten nicht inserten, extract. So, zack. Das Ding kriegt Wasser. 50% sind also somit schon mal erfüllt. Dann brauchen wir jetzt noch Strom. Theoretisch reichen ja wirklich sogar 64 F pro Tick, ne? Das heißt, ich kann das alles theoretisch in das eine Ding legen. Was hatte ich hier genommen? Eine Ender oder eine Pressure? Pressurized sollte ja eigentlich reichen. Ender habe ich genommen. Okay, ich nehme mal eine Pressurized. Beziehungsweise, wir nehmen zwei Pressurized und wir machen es ein kleines bisschen anders. Damit wir das alles praktisch versteckt halten können. Dafür machen wir das weg. Und platzieren das mal. Jetzt habe ich nicht. So. Drunter oder an die Seite? Ich glaube, an die Seite ist besser erstmal. So, dann kommt das einmal hier nochmal dran. Und das hier weg. Achso, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Hä, hatte ich. Hatte ich schon zwei genommen? Ich dachte, ich hatte nur zwei im Isis. Ich muss schon zwei im Ende Tag gehabt haben von dem Pressurized. Okay. Nun gut. So. Gut. Dann das mal einmal konfigurieren. Das auf Extract. Das auf Insert. Und das Ding kriegt Wasser. So, dann kommt da noch Fertilizer dazu. Dann kommt da noch Dirt dazu. Und dann können wir nämlich nach hier unten einfach rausgehen mit den Conduits. Und ich kann theoretisch hier hinten die Drawer schön platzieren. Packen das da alles da rein. So, das heißt, ich nehme mal. Wie gesagt, wir machen das dann später eh mit. Na, wie heißt er? Mit einer Ender Chest. Machen wir das dann später eh noch. Aber vorerst erstmal nicht. So, zack. Und dann nehmen wir noch einen letzten. Und dann machen wir es später alles mit einer, so einer Multi-Storage-Chest und dann ist gut. Aber für den Anfang sollte das reichen. So, dann einmal hier weg. So, ich mach's mal nicht mit einem Controller. Weil das, wie gesagt, alles später eh nochmal wegkommt.
Das Einzige, was ich brauche, ist nochmal Item Ducts. Das ist das Problem, dass es knapp nicht im Radius liegt und ich dadurch immer wieder hier rausrennen muss. So, Energy können wir auch nochmal ein paar mitnehmen. Brauchen wir auch nochmal. So, das kann weg. Das brauchen wir nicht. Das können wir noch brauchen. Okay. Strom mache ich, wie gesagt, als letztes, weil dann fängt das Ding sofort an. Und das möchte ich noch nicht. Deswegen machen wir erst jetzt hier. Also. Zack, zack, zack. Machen hier mal einen Extract auf einen braunen Channel. Und hier machen wir einen Insert Grün und hier einen Insert Grün. So. Und dann brauche ich das nur verbinden. Und wir machen das mal, wie gesagt, über eine längere Leitung, weil ich jetzt gerade mir denke, das ist doch schöner. So. Extract Grün, Insert Braun. So, damit sollten wir theoretisch Fertilizer bekommen, ne? Mal gucken. Ja, wunderbar. Okay, ich will nur sicher gehen, nicht, dass man von unten nicht inputen kann oder sowas. Man weiß ja nie. Gut. Wir können es auch noch abschließen, aber dazu mal eh nur rausnehmen, von daher. So, nun denn. Ab geht aber Peter. MV-Capacitor. Machen wir hier nochmal das Zeug dran. Zack. Und dann das Ding dahin. So. Dann lassen wir ihn mal arbeiten. In der Zwischenzeit reiße ich mal das hier ab. So. Ich meine, es ist eh am Ende Dirt, aber ich habe jetzt keine Lust, hier die ganze Zeit den Humus zu lassen. Ist auch ein bisschen doof. Mal weg hier. Na. Ah, das muss auch alles weg. Ah, verdammt. So. Machen wir das dann alles schön hier. Dass es nicht ganz so doof aussieht. So. Dann irgendwie hier. So. So. So, ist okay. Oh, dann machen wir das zu. Das ist so ein bisschen doof. Das wäre noch toll, wenn der Humus nach einer Zeit, wie bei anderen Blöcken, im Endeffekt, wenn er keine Farming Station hat, die ihn die ganze Zeit so ein bisschen updatet, wird der zu dürrt. Einfach, dass man praktisch, wenn man die Farming Station abbaut, nicht immer alles mit abbauen muss von dem Zeug hier. So. Ich meine, aber normalerweise, na gut, normalerweise hat man es nicht so halb unter der Erde wie ich jetzt. Ist egal. Ich glaube, es ist im Endeffekt egal. Huch. So. Zack, zack. Gut, zeig mal. Damit sieht das schon mal halbwegs ordentlich wieder aus. Dann, das hier sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Der Radius. Der reicht auf jeden Fall und sollte eigentlich alle Blätter wegmachen. Vielleicht hier an den Seiten nicht ganz, aber theoretisch die Mitte auf jeden Fall. Dann würde ich sagen... Warum ist hier Dirt drin? Achso, weil er Dirt abgebaut hat. Stimmt. Er hat ja Dirt abgebaut, um daraus Humus zu machen. Vergessen. Ich meine, wo ist Dirt rein? So, kann den mit reinpacken. Und... Achso, wir brauchen hier noch ein Auto-Insert nochmal. Das ist doof. Normalerweise habe ich nämlich ein Self-Feed gemacht. Aber das wird ja nichts. Die Dinger sind auf Insert und das Ding ist auf Extract, ne? Theoretisch sollte da aber nichts reinkommen, also könnt ihr eigentlich die gleiche Farbe nehmen. Machen wir alles auf Grün. Self-Feed an. So, und damit sollte das Ding... hoffentlich arbeiten. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo die Bäumchen hinkommen. Das ist die falsche Seite. Upsala. Da sammelt das sofort ein, ne? Ist doof, warte mal. Okay.
Hast du euch den Selfie? Stimmt. Ah, warte. Der Selfie ist das Problem. Moment. Dann machen wir den Extract kurz aus. Dann passiert da nichts. So, dann bleibt es nämlich einfach hier drin. So, gut. Besser. Also, Osten. Das scheint mir richtig zu sein. So, also Osten und Westen nehme ich dann an, ne? Jo. Okay. Subi. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Das Ding ist ausgeschalten. Dann machen wir das Ding mal wieder an. Okay, jetzt heißt es eigentlich abbotten, ne? Und Kaffeekränzchen machen. Machen wir mal hier ein bisschen Licht nochmal. Zack. Zack. Und zack. 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 Sollte hoffentlich die Bäumchen nicht am Wachsen hindern. Machen wir hier oben noch mal Licht, dass wir in der Mitte noch was haben. So, wunderbar. Dann gehe ich mal kurz schlafen und dann gucken wir mal, was da morgen gewachsen ist. Also er baut auf jeden Fall die Bäume ab, was sehr gut ist, sobald Holz auf dem Boden noch ist. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe manchmal noch ein bisschen Angst, dass er manche Sachen nicht abbauen wird, aber mal gucken. Ich weiß nicht, wie schnell und wie gut er ist. Beim Erkennen von den Bäumen. Wir testen das einfach mal aus. Indem ich einfach mal ein Hove Growth nehme und wir einfach mal ein bisschen Spaß haben. So. Kann auch mal was futtern. Vielleicht wächst in der Zwischenzeit was. Dann brauche ich nicht die Hove Growth dafür zu verwenden. So. Ich meine, durch den Dirt sollte ich auch ein bisschen nochmal die Möglichkeit haben. Und da drüben kriegt er noch praktisch, was er jetzt hier an Setzlingen nicht kriegt, kriegt er da drüben. Und die Manchstu kann, wie gesagt, dann einfach ein bisschen manchen. So. Moment, ich wollte noch was futtern. So. Wie viel Mana haben wir hier drin? Haben wir ein bisschen Mana dafür, dass es so im Endeffekt nur so kurz war? So, jetzt mal angenommen, ne, wir haben jetzt hier große Aktion und es sind einfach, weil es ja passieren kann, 20 Bäume gewachsen. Dann macht die Manchstu erstmal gar nichts, weil die im Moment noch in der Abkühlphase ist. Und jetzt legt sie los. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder macht... Ah ne, das Ding macht auch manchmal Blätter kaputt anscheinend. Im Moment ist das Ding noch in Abkühlphase. Das Ding hat nämlich eine relativ große Abkühlphase. Von daher kann es auf jeden Fall natürlich passieren, dass ein Haufen Blätter da sind. Aber wenn, dann kann es alle Blätter gleich auf einmal verschlingen. Wir müssen das mal abgucken. Nicht abgucken. Abwarten. Jetzt geht's los. Futtert die, bis die voll ist? Oder einfach nur... Also ich nehme an, je schneller ich das Mana rauskriege, desto nicht so schnell wird sie voll. Und ich nehme an, wenn sie voll wird, stoppt sie. Ja. Okay. Das heißt, ich brauche theoretisch einen besseren Mana-Spreader. Bei andernfalls kriegen wir halt ein Problem und die Manchstu kommt niemals hinterher. Aber wir generieren einen Haufen Mana damit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir brauchen nur noch den Mana-Transport. Und da werden wir wieder sowas machen, was wir schon mal gemacht haben. Vor ein paar Staffeln. Und zwar werden wir ein Mana-Minecart machen wieder. Welches uns das ganze Zeug von A nach B schafft. Das heißt praktisch von hier unten dann hoch zum Botania-Haus. Und wir machen hier praktisch dann einfach, dass wir hier die ganzen Blätter kriegen.
Theoretisch können wir die manche auch mit in Mitte setzen. Wir können die wahrscheinlich den ganzen Radius da abbauen. Weil 8 Blöcke sind auf jeden Fall hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das würde theoretisch alles abbauen können hier. Aber, ja. Wir wollen noch ein paar Setzlinge haben. Und ich weiß nämlich nicht, ob jetzt die paar Setzlinge hier reichen. Ich nehme es aber trotzdem mal stark an. So wie es aussieht. Ja, Holz kriegen wir auf jeden Fall. Das ist jetzt auch im Moment schon wieder voll. Apropos, das wollte ich auch nochmal machen. Können wir mal gleich noch machen. Und zwar wollte ich nämlich gerne mal gucken, hatte ich das schon geupgradet oder nicht? Oh, Quatsch. Nee. Stack Limit gar nichts drin. Okay. Habe ich noch ein Void Upgrade? Ja, dann können wir das schon mal nehmen. Und dann brauchen wir noch mal ein Upgrade. Und zwar Diamond. Machen wir mal erstmal eins rein. Mal gucken, wie viel wir machen. Also, Oakwood. Zack, 512 Stacks. Das sollte im Moment reichen. So, und dann kann ich nämlich das alles dann darüber packen. Einzige Problem, wie gesagt, wir brauchen noch Multi-Storage-Chest. Ups. Zack. Dafür brauche ich allerdings noch Stable Ender Pearl. Und dafür fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen Ender Air Bottle. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Warte mal, was wollte ich jetzt nach hier hinten noch? Ich wollte gerade nach hier hinten gehen. Warum? Achso, wegen dem Holz. Stimmt. Ich wollte noch ein bisschen Holz rausnehmen, dass wir noch ein bisschen was sammeln können. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Holzproduktion. Und wir könnten theoretisch noch sagen, dass wir hier auf irgendeiner Seite noch Spruce Wood beispielsweise anbauen. Ich weiß gar nicht, das Ding müsste ja dann theoretisch auch in der Lage sein zu erkennen. Weil wenn ich halt jetzt 4 Spruce Wood Bäume habe, weil jetzt hier praktisch das ganze Ding voll ist mit Setzlingen, sollte er eigentlich erkennen, hey, ich kann hier einen Riesenbaum machen und das sollte der hoffentlich dann abbauen können. Ansonsten muss ich da oben drauf nämlich nochmal eine Decke machen, dass wir praktisch wie so eine Art, könnten wir auch machen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Dass wir wie so eine Art riesige, Hilfe, so eine Art riesiges Gewächshaus bauen. Das könnten wir auch machen. Dass wir praktisch ein bisschen eher anfangen, dass wir es länger ziehen, keine Ahnung, dass wir hier vor noch andere Sachen anbauen können, dass wir hier ein riesengroßes Gewächshaus im Endeffekt noch stehen haben. Wo drin halt praktisch unsere Baumform ist. Ja, wie gesagt, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Wir könnten auch theoretisch das hier, das Feld so machen, wie wir wollten. Also wir könnten dann sogar sagen, bei den Spruce-Bäumen beispielsweise, wir sorgen dafür, dass wir immer nur 4er-Felder haben. Wenn der wirklich das abbauen kann, könnte man ja mit Hilfe von Pressure Plates oder irgendwas, was man oben drauf platziert, könnte man ja dafür sorgen, dass immer so 4er-Kombinate dann frei und 4 und frei und 4, dass man wirklich immer nur große Bäume macht. Das ist eigentlich, wenn das geht, wäre das natürlich saugeil. Möchte ich gerade mal anmerken. Also wir generieren definitiv genug Mana mit dem Ding. Das perfekt, ich bin glücklich. Perfekte Anschaffung. Wir müssen halt nur noch dafür gucken, dass wir Strom haben. Das heißt, dass wir, hier reicht ja theoretisch so eine kleine Stromproduktion. Wir können ja so einen kleinen Thermo-Ding da hin platzieren. Das reicht ja schon. Das reicht ja vollkommen aus. Muss ja nicht viel schaffen. Theoretisch würden sogar Solarpaneele oben auf dem Dach reichen. Produzieren am Tag genug Strom, um dann in der Nacht, das könnte man auch machen. Und dann praktisch Strom da rein. Also ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dieser riesen Gewächshausidee haltet. Dass wir praktisch ein riesengroßes Gewächshaus bauen und danach an die Seite, keine Ahnung, was man... Großes Gewächshaus, an der Seite steht noch ein kleines Gebäude, worüber man dann ins Gewächshaus nochmal reinkommt, über so einen kleinen Tunnel oder was weiß ich nicht. Und dann würde hier ein großes Gewächshaus stehen. Oder wir lassen es offen. Geht natürlich auch. Ich bin nur am Überlegen, euch vielleicht... Na gut, brauchen wir eigentlich nicht. Er kommt eigentlich mit großen Bäumen klar. Müssen wir dann nur gucken wegen Spruce vielleicht, falls wir Spruce-Bäume mit anpflanzen. Wobei ich am Überlegen bin, da könnte man theoretisch auch eine zweite Farm machen. Ne? Dass wir noch eine zweite Baumfarm machen, die nur für Spruce-Bäume dann ist. Könnten wir auch machen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, das ist der Wahnsinn. Gut, ja, dann würde ich aber erstmal sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Manichtür lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr eine Baumfarm habt, macht euch eine Manichtür. Reicht.
Die Bäume kommen in der Masse nach, dass es auf jeden Fall reicht. Und ich weiß jetzt nicht, müssen wir mal in Beobachtung halten. Wir haben jetzt 14 Stacks und 13. Habe ich ein Schild? Ich knall mir da kurz ein Schild dran. 14 Stacks und 13. Ich will einfach nur mal wissen, wie ertragreich wir mit Setzlingen sind. 14 S plus 13. So, jetzt haben wir plus 14. Ich will einfach nur mal wissen, wie ertragreich wir sind, weil wir kriegen theoretisch dazu und dann muss ich gucken, ob wir hier was drin haben, aber sollte eigentlich passen. Weil theoretisch hier die Kane ja trotzdem auch ein paar Leaves, aber ich weiß nicht, ob die reichen würden von der Masse, um wirklich damit zu arbeiten. Also eine zweite Mannstür, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht. Wir könnten theoretisch aber sogar machen. Wir könnten sagen, wir knallen hier auf die gegenüberliegende Seite nochmal eine Mannstür, sodass die das mit abfarmt und wir pflanzen hier dazwischen noch Bäume, die dann für die Setzlinge praktisch alles, was die Mannstür nicht erreicht, kriegen wir dann in Form von Setzlingen dazu. Könnten wir auch machen. Dann hätten wir noch mehr Zeug. Da können wir sogar vier Mannstüren dran machen, wenn wir irgendwo alles Setzlinge herbekommen. Also, ja. Kann ich die irgendwie herstellen? So, einfach mal rein Interesse halber. Ich krieg's aus dem Void Botanic mal, ne? Aber ansonsten direkt herstellen kann ich es nicht, schade. Ich dachte jetzt, vielleicht gibt's noch eine Möglichkeit, dass man irgendwie Haufen Bäume machen kann. Ich glaube, wir werden sehr viel Mana haben. Ich glaube, das Ding ist... Ich bin gerade mega glücklich. Wir brauchen eine Thermalilie. Wir haben nur einen Stew. Gut, ja, dann jetzt wirklich erstmal tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen. Habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin glücklich.